Ja, da ist mir gerade Fraps abgeschmiert, warum auch immer, ich weiß nicht genau. Ich weiß jetzt nicht, bis wohin noch aufgenommen wurde. Ich habe mir die Aufnahme jetzt noch nicht angeguckt. Ich hoffe, der letzte Rest, den ich da gelabert habe, ist noch drauf. Beziehungsweise die Stimme nehme ich ja eh mit Audacity auf, aber das zugehörige Video ist noch da. Hoffe ich mal. Weg hier. Und naja, ansonsten dann ist da halt so eine kleine Lücke, aber ich denke, damit werdet ihr leben können. So, der wird aber nicht damit leben können, denn er ist tot. Und der Countdown läuft unaufhaltsam weiter. Wir müssen mal sehen, dass wir hier zu irgendwas kommen, wohin wir auch immer müssen. So, hier sind noch wieder ein paar Herren. Granate! Noch eine. Oh, Fahrzeug. Dankeschön. Und hier ist blaues Feuer, was auch immer das hier zu suchen hat. Oh, was sehe ich denn hier? Machen wir doch mal zack. Wow, voll in die Fresse. So, oh, der Countdown macht schon hier Dingens und so. Ich muss wirklich mal zusehen, dass ich hier, zu Potte komme, wo auch immer. Ich weiß gar nicht genau, was wir machen müssen. Ich lasse die einfach mal jetzt gerade da stehen. Und ich denke, hier sind wir richtig, oder? Wie schrecklich, Ja, das sieht ganz gut aus. furchtbar. Alle Anzeigen spielen verrückt. Wissen Sie, wie empfindlich diese Anlage ist? Sie könnten jeden Moment in die Luft fliegen. Ja, Halt die ist ein Luft an, Schweizer. Ohrfresser. Ich habe ein paar Fragen. Ich bin Wissenschaftler. Ich führe nur Anweisungen aus. Das machen Wissenschaftler. Anweisungen ausführen. Wer hat's erfunden? Sie sollten das verstehen. Sie sind Polizist. Von jetzt ab folgen Sie meinen Anweisungen. Sagen Sie mir, wo der Boss ist. Der Aber es Boss. wird explodieren! Kaboom! Der Boss! Sie wollen wissen, wo der Boss ist? Versuchen Sie es in der Villa auf dem Hügel. Oh je! Oh Oh je, je! oh je, oh je. In der Villa auf dem Hügel. Ja, mei. Na gut, die Villa vom Boss. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das schon das letzte Level, glaube ich. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube schon. Also die Spielzeit ist nicht sehr lang. Oh. Fuck, das wollte ich doch gar nicht. Ja, Spielzeit, wow, ist nicht sehr lang, aber witzig ist es trotzdem. So, hier haben wir wieder eine rosane Ratte. Oh. Granaten. Die sind gerne genommen. Und hier auch mal wieder ein Plakat. Hatten wir in der Chemiefabrik gar nicht. Und da sehe ich doch noch eine Rakete rüberlugen über die Mauer, aber ist mir jetzt auch egal. Wir benutzen die sowieso kaum, von daher. Oh, ein Ninja. Zack, friss das. Gut, das war der Ninja. Okay, da komme ich nicht ran. Ninjas! Ninjas! Sterbt, Ninjas! Die Ninjas sind witzig. Vor allem, weil sie sich gerade wieder selber in die Luft gesprengt haben, als sie auf eine Mine getreten sind. Bam, Facekick! So, da unten sehe ich ein. Wow! Oh shit. Ah, okay. Da sehe ich doch ein Leben. Wie komme ich da? Ah, okay. Nice one. So, was haben. Wow, shit. Wer bist du denn? Miau, da ist er abgeschmiert. So, heldenhaft in den Rücken geschossen. Wow, da ist noch so ein komischer Freak. Und da ist er abgeschmiert. Was haben wir denn hier? Ach, das sind wieder die
komischen blauen Kugeln, die hier wieder zurückkommen und was weiß ich. Wow. Die sind aber echt fies. Wobei es natürlich auch andererseits praktisch ist. Dann braucht man nur einmal irgendwo hinballern und die säubern dann das ganze Gebiet hier. So den... Oh. Ups. Den Kasper da unten. Obwohl, wir haben ja sowieso genug Granaten. Ach, komme ich nicht ran, oder? Ach, Idiot. Fetter Gorilla steht er mir da im Weg rum. Ein Ninja, friss das. Bam. Können wir den auch mit Raketen? Nice. Okay, wechseln wir mal wieder auf unser Maschinengewehr-Dingsbums. Wein mal, fang mal, was auch immer. Ninjas. Wein, wein, wein. Bam, in den Hintern gekickt. Kann ich hier mal eben vielleicht... Granate! Granate! Ah, das funktioniert. Granate! Granate! Wir haben ja genug davon, von daher kann ich hier mal ein bisschen mit Granaten... Wow, Ninjas! Kann ich hier mal ein bisschen mit Granaten rumballern, rumwerfen. Noch mehr Ninjas! Wow. Boing. Ninjas! Au! Hat er mich hier einfach angeschnitzelt? Das kann doch nicht sein. Wow! Wow, ja. Bam! Schön in den Rücken geschossen, das Teil. Ach, der ist noch gar nicht tot. Oh. Gut, da hat er mich erwischt, aber... Oh. Bam, friss das. Und du auch. So, gleich wieder. Wow, 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 wow. Oh. Ah, geil, das Geschütz hat die Ninjas schön gegrillt. Granate! 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 Bam, so. Ninjas! Oh, dankeschön. So, hier gehen wir rein und da kommen wir wieder raus. Was liegt hier? Dreifachschuss, das ist sehr gut. Ein Plakat und zack. Booga, booga, ja genau. Bam, Facekick oder Arschkick. Ja, shit. Arschkick oder was auch immer. Ninjas, hinter dir. Wow. So, Verarzung wäre mal ganz schön. Ninjas. Shit. Blöder Ninja. Nein, duck dich. Ja. Uh-oh. So, Ninjas. Wow. Jede Menge Ninjas. Ich glaube, die machen auch übelst Schaden, wenn ich das so richtig gesehen habe. Beziehungsweise gespürt. Und ich würde sagen, wir müssen wieder die Treppe hochtrippeln. Und hier ist wieder ein Plakat. Wow, ein Plakat. Gut, Geschütz erledigt. Spammen wir hier noch ein paar Granaten rum. Ninjas! Bam, und den... Oh, kicken wir nochmal eben in die Fresse. Ninjas! Triple Kill! Noch mehr Ninjas? Nein, doch, da sehe ich noch einen. Ninjas, hinter dir! Da, na komm schon, dreh dich. So, da hat sich noch einer versteckt und dann trippeln wir wieder die Treppe hoch. Was habe ich hier denn noch? Ich will mal die Waffen wieder zurückwechseln, das geht aber gar nicht. Man kann nur in eine Richtung. Bam, in den Hintern. Ninjas! Granate! So, vier Ninjas auf einmal erwischt und...
Wir sind in der Villa. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Oh ja. Wahrscheinlich werden wir sterben. Aber erstmal bilden wir uns ein bisschen in der Bibliothek, in der Villa vom Boss. Klopf, klopf. Okay. Ich glaube, der ist nicht zum Lesen hier. Autsch. Au. Ninjas! Stirb! Ninjas! Bam! Der Ninja-Stern abgewehrt like a boss. Ninjas! Zack, noch ein Ninja-Stern abgewehrt. Ich frage mich, wie der Typ hinter dem Pult da in der Mitte, wo der immer wieder herkommt. Autsch, autsch. Da ist er schon wieder. Jedes Mal tötet man ihn, aber es ist immer wieder jemand da. Komischerweise. Granate! Oh. Okay, unser Partner leistet mitunter doch ganz gute Arbeit. Hier ist es ruhig wie in einer Bibliothek. Ha, witzig. Ich muss sagen, das gefällt mir gar nicht. Das wird immer komischer. Eine Frau. Wenn du das komisch findest, schau dir an, was als nächstes passiert. Also, wer ist der große Boss? Du weißt genauso viel wie ich. What the fuck? Nicht schon wieder. Ja, genau. Oh, das war schon das Ende. Okay. Ich hatte irgendwie noch ein Level in Erinnerung, wo man in so einem Lagerhaus ist, aber scheinbar doch nicht. Oder es kann auch sein, dass das irgendwo vorkommt, wenn man, wie gesagt, einen anderen Weg einschlägt. Wir sind ja jetzt durch diese Bar gegangen und dann waren wir im Bahnhof und keine Ahnung. Also es gibt, glaube ich, noch ein oder zwei andere Level, aber ja, da hätte man dann wohl einen anderen Weg einschlagen müssen. Jedenfalls, das war's dann wohl schon mit Fyro und Claude. Achso, jetzt haben wir leider keinen Namen, naja, egal. Ich weiß gar nicht, wie lange, ich glaube eine Stunde oder so habe ich nur gebraucht. Ja, Credits, wie immer, lasse ich wieder durchlaufen. Musik gibt es leider keine dazu. Schade eigentlich. Naja, ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich fürs Zusehen und ich halte jetzt erstmal für den Rest die Klappe und genießt diese herrlichen Credits. Und von den Namen kommt mir da übrigens überhaupt nichts irgendwie bekannt vor. Wobei das Spiel ist auch schon von 96 vielleicht. Keine Ahnung, sind die Leute auch schon tot oder wer weiß, in Rente. Okay, ich dachte, die Credits wären jetzt länger, das war's scheinbar schon. Na gut. Und jetzt, ja, wir kommen wieder, oder nicht, ins Hauptmenü. Ja. Ich mag übrigens diese Musik. Gut. Ja, wie gesagt, das war's damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Projekt wieder dabei seid. Und bis dahin sag ich mal tschüss.